Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu dem Hardware-Video vom Kimafun Wireless Kopfhörer, Wireless Mikrofon. Kimafun, Kimafun, Kimafun. Ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Kimafun. Ja, wir haben halt hier einen Empfänger, einen Sender. Das ist das kleine Paket mit einem Sender, einem Empfänger. Man kann auch mit zwei Sendern und einem Empfänger nehmen. Und da ist dann halt praktisch das gleiche drin wie jetzt hier. Ich denke mal, da werden dann zwei Mikrofone mit bei sein, wenn wir sehen. Also das weiß ich jetzt nicht so. Aber hier sind dann halt mit bei einmal ein USB-Kabel, USB-A auf USB-C, wo man gleich zwei Geräte laden kann. Einmal ein Klinkenkabel mit zwei schwarzen Ringen auf einer Seite und auf der anderen Seite drei. Für Phone, für mich ist es halt für Kamera, weil ich brauche in meiner Kamera mit drei Ringen. Und hier haben wir dann nochmal mit zwei Ringen auf jeder Seite für Kamera eigentlich. Macht meine Kamera nicht, nimmt meine Kamera nicht an. Dann haben wir ein Puschel, was wir auf das Gerät oben drauf machen können, wegen dem Mikrofon, wenn wir uns das anstecken. Und ein Ersatz für das Lavalier. Aber das Lavalier finde ich jetzt nicht so Lavalier-mäßig, also das ist einfach nur ein Ansteckmikrofon. Also da finde ich die Qualität halt noch nicht so überzeugend, weil das, wie gesagt, das Mikrofon, das Kabel kommt hier einfach aus dem Mikrofon raus. Hier hättet es einfach nur dünne Bamsel an einem Halter, an einem Metallklemme, aber halt, das ist halt, ja, wirkt nicht so gut. Ist mein erster Eindruck halt. So, und jetzt werden wir einfach mal das erste Mal das benutzen und testen, wie es sich schlägt. So, ich räume mal alles jetzt beiseite. So. So, jetzt machen wir hier erstmal, oder lassen wir die Folie, ach, wir machen die Folie ab, dass man das halt nicht so spiegelt. Okay. Normalerweise lasse ich die immer bis zum letzten drauf. Ah, hier haben wir noch eine Schutzfolie drauf. Hier doch, hier auch. Okay. So. Wir haben halt auf der Rückseite hier eine Klammer, wo man sich wo man so befestigen kann. Hier auch. Hier haben wir zwei Klinke. Das ist einmal fürs Mikrofon, also für Kopfhörer meine ich, Entschuldigung. Für Kopfhörer, dass man das selber abhören kann, wie es ist. Und hier haben wir dann ein Out. Praktisch da kommt der Kabel rein. Wartet, dann nehmen wir diesen hier. Machen halt die Schutzkappe ab. Logischerweise. So. Dann stecken wir den in den Out. So. Und dann können wir den an die Kamera ranmachen. Und der kommt dann in die Kamera rein. So, wir haben hier zwei. Ja, einmal Batterie voll, einmal Batterie leer, würde ich sagen. Jetzt soll denn da benachrichtigt werden. Ja, der Fokus haut ja wieder hier heute nicht hin, ja. Aber jetzt müsst ihr gleich einfokussieren. Ich habe es mal gerade manuell gemacht. Will er nicht. Ja, dann machen wir einfach anders. So, wir zoomen einfach so rein. So, und dann ist der Fokus auch anders. So, dann können wir das hier sehen, die Lampen. Hier ist halt schlecht zu sehen. Da seht ihr Kopfhörer für Kopfhörer reinmachen. Und hier, da steht dann Out. Da kommt der mit den
zwei eng, dann hier rein. So, hier haben wir die Klammer, hier haben wir einen Knopf und hier haben wir hoch und runter, dann nehmen wir für die Frequenz. Hier unten haben wir dann den USB-C-Kabel zum Laden und das war's. So, dann haben wir hier, und wegen Test, da will ich werde jetzt einfach das originale Lavalier hier mitnehmen, was hier dran mit bei ist. So, und steckt das hier einfach mal. Nee, wartet mal, wir machen das anders. Wir haben hier ein Mikrofon mit drin. Entschuldigung. Wir testen erstmal dieses Mikrofon, bevor wir ein anderes testen. So, dann haben wir USB-C zum Laden. Hier haben wir wieder einen Powerknopf und denke mal Frequenz auswählen. Hier haben wir auch noch einen, also wie gesagt, der kommt jetzt externe Mikrofon ran und es ist ein Klinker. Ja, und da ist das interne Mikrofon und hier auch natürlich eine Klemme. So, wir werden das erstmal anschließen hier. Gedrückt halten, dann sollte das angehen. Gedrückt halten. So, es ist an. Ich mache mal das hier kurz raus. So. So, der Akku ist voll. Oh, der hat auch schon ein Mikrofon erfasst. Ja, das ist dieses. So, jetzt ist es komplett weg. Verstehe ich nicht. Da unten. Seht ihr das? Ach, der Fokus ist heute wieder. Oben die Batterie ist richtig. Da steht Out und dann hat man halt hier ein Kopfhörersymbol. Aber hier ist jetzt gerade nichts an. Also da passiert nichts. Ich mache hier gerade. So. Angemacht und sofort verbunden. Aber sofort von sofort. Aber wir haben da gar kein Display hier oder was? Können wir hier auch, was können wir hier mitmachen? Test, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, Test, Test. Ein, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein. 1, 2, 3, 4 Eckstein. 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein. Entschuldigung. So. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Ein, zwei, drei, vier Eckstein. So aus und an. Ein, zwei, drei, vier Eckstein. Alles muss versteckt sein. Gut.
So, wir haben jetzt hier. Achso, falscher Knopf. Hier ist der Plus-Knopf. Ich drücke jetzt einfach mal den Plus-Knopf hier eine ganze Weile, um zu gucken, ob jetzt hier laut oder leiser wird. So, ich kann ja auch mal gedrückt halten. So, ich würde sagen, das reicht. So, ich gucke jetzt mal, wie der Ausschlag ist. Vielleicht seht ihr das ja auch auf dem Video. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Und jetzt mache ich mal auf die niedrigste Stufe. Bin ich mal gespannt. So. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Ein bisschen weniger ist es, aber nicht viel. So. Nehmen wir zu Hilfe, uns mal das Buch zur Hilfe. Das wäre sechs, sieben, acht. Das ist halt Leistung. Lautlos-Taste. Ah, okay, die macht an und lautlos. Halten Sie die Leistungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um ein Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken Sie kurz, um lautlos. Lautstärke plus, Lautstärke minus. Das ist doch Lautstärke, definitiv. So, und wartet mal, wenn ich jetzt hier. Ja, jetzt ist es halt viel, viel weniger. Ich mache mal halt jetzt plus, damit man das halt hier sieht, dass es halt wirklich lauter wird. So, also jetzt habe ich hier einen Ausschlag natürlich von der Hälfte und bin hier eigentlich genauso nah dran wie sonst auch. Und wenn ich jetzt hier einfach mal mittig raufdrücke, so, also den Power-Button drücke, hier jetzt ist hier ein, blinkt es auch. Jetzt drücke ich nochmal drauf. Und dann haben wir auch hier natürlich wieder einen Ausschlag. Test, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Also ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt schlägt. Ich wechsle mal kurz in die andere Ansicht und mache vorher noch ein Testvideo, was wir uns dann nachher zusammen im Reaction-Format anhören können und gucken können, wie es sich hier schlagen hat. Oder ich weiß nicht, ob ich das euch lasse oder ob ich das hinten ranhefte oder was weiß ich. Müssen wir mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie die Qualität ist. Was schade ist, dass hier kein Bildschirm drin ist. Also das sieht so aus, als wenn hier ein Bildschirm ist, aber hier ist gar kein Bildschirm. Es ist nur beim Empfänger ein Bildschirm. Beim Sender ist gar kein Bildschirm. Naja, okay. Das testen wir jetzt gleich. So, nur kurze Info. Ich habe mich dagegen entschieden, das hinten ran zu machen, weil wir hier schon bei 13 Minuten sind. Ich habe mich dafür entschieden, das Reaction-Test-Video als separates Video hochzuladen. Das kommt dann praktisch kurz nachdem das online kam, kommt das nächste online. Weil sonst wird über knapp wieder 30, 33 Minuten wartet oder so. Und so habe ich gedacht, ist vielleicht kürzer, ein bisschen knapper für euch und vielleicht interessanter. Dankeschön. Wie gesagt, Reaction. Ich bin wirklich mega überrascht über die Qualität. Kommt gleich im Anschluss, wird gleich im Anschluss online geschalten. Bitte sagt mir Bescheid, was euch besser gefallen hat. Ich würde mich riesig freuen. Ahoi, sagt euer Odin.